Die Bachelorette 2018. So punkten Alex Hindersmann und Maxim Sachai im Einzelgespräch mit Nadine Klein. Kinder, Hochzeit und Wohnort. Alex und Maxime fühlen Nadine auf den Zahn. In der Nacht der Rosen schnappt Nadine sich Alexander Hindersmann und Maxim Sachai zu persönlichen Gesprächen. Denn optisch passen die Männer genau in ihr Beuteschema. Doch wie sieht es in Sachen Sympathie und Interessen aus? Sie will herausfinden, ob sie mit den Kandidaten auf einer Wellenlänge liegt und umgekehrt. Auch die Männer wollen Nadine besser kennenlernen. Alex und Maxim schwafeln daher nicht lange herum und stellen Fragen, die ihnen extrem auf der Zunge brennen. Kinderwünsche, Alex und Nadine sind sich zu 100% einig. Vor allem in den ersten Tagen ist es nicht einfach, Momente der Zweisamkeit mit Bachelorette Nadine zu bekommen. Hat man also die Chance auf ein Gespräch unter vier Augen, sollte man die wenigen Minuten bestmöglich nutzen. So macht es auch Alex. Nach wenigen Sekunden kommt er zur Sache und fragt Nadine, ob sie gerne Kinder hätte. Er wünscht sich nämlich eine Frau, die Lust hat, eine Familie zu gründen. Volltreffer. Denn Nadines Idealvorstellung sind zwei Kinder. Und heiraten möchte die 32-Jährige auch sehr gerne. Was dieses wichtige Thema angeht, sind sich die beiden somit schon mal einig und kommen sich dadurch sofort ein Stückchen näher. Familie bedeutet Maxim alles. Auch Maxim redet nicht lange herum und fühlt Nadine gleich auf den Zahn. Er will wissen, wie ihre Zukunftspläne aussehen, vor allem was den Wohnort betrifft. Denn er selber hat zwar schon im Ausland gelebt, trotzdem zieht es ihn immer wieder nach Hamburg zurück. Und das hat einen ganz besonderen Grund, ich habe dort zwei kleine Nichten. Die beiden sind einfach putzig, also das ist echtes Glück. Bei diesen warmen und ehrlichen Worten ist Nadines Strahlen nicht zu übersehen. Auch die anderen Männer sehen, Maxim hat genau die richtigen Worte gefunden. Nadine schüttet ihr Herz aus, ich bin ein offenes Buch. Doch auch Nadine kann bei Maxim punkten. Sie schüttet dem 29-Jährigen ihr Herz aus, ich bin ein offenes Buch und ich will einfach wieder jemanden in meinem Leben haben. Sie wünscht sich sehnlichst einen Partner. Denn wenn du wirklich den Richtigen an deiner Seite hättest, wäre alles, was du machst, noch tausendmal schöner. Dem kann auch Model Maxim nur zustimmen. Durch das persönliche und offene Gespräch finden die beiden einen ganz besonderen Draht zueinander. Ist Maxim damit vielleicht schon zu Nadines Top-Favoriten geworden?